Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Metro 233, der Redux Edition. Ja, wie ihr schon gelesen habt und wie ihr euch anhand der letzten Folge auch erinnern könnt, sind wir auf dem Weg, uns zwischen den Faschisten und den Kommunisten an der Front einen Weg zu bahnen an unser nächstes Ziel. Eben, unser Ziel ist es eben, die Polis zu erreichen und dort Unterstützung für unsere Station zu bekommen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das überhaupt noch hinkriegen oder ob es unsere Station am Ende überhaupt noch gibt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe mich mal kurz ein bisschen gespoilert. Es gibt, glaube ich, 10 Kapitel. Wir sind in Kapitel 4, das heißt, wir haben noch genug Zeit. Jetzt haben wir natürlich allerdings das Problem, dass wir alleine unterwegs sind, und das mag ich in solchen Spielen eigentlich gar nicht. Da bin ich lieber mit 5 bis 6 Leuten unterwegs, damit man weiß, ja, damit man so ein bisschen Rückendeckung hat, ne, und sich vielleicht nicht an jeder Ecke die Hosen braun färbt, ne? Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, sonst langweile ich euch ja nur. So, wir sind jetzt hier. Ich weiß leider nicht. Ja, wir müssen nach vorne. Das Licht schalten wir lieber mal ab. Okay. Ah, das wird interessant. Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Lassen Sie das Gejammere! Wut ist Geld! Und wir zahlen im Voraus! Ein volles Magazin für jedes! Aber von ehrbaren Soldaten erwartet man, dass sie die Immun an den Feind austeilen! Das ist richtig, Genosse Kommissar! Kann ich runter? Die Partei lehrt, dass nur Kommunisten. Okay, das geht mal. Ein bisschen zumindest. Hark, ob der so aufhört zu reden, das ist. Okay, wir können hier mal. Okay, wir müssen in die Richtung. Wird schwer, hier lang zu gehen. Die Frage ist, ob die uns was tun. Ah, das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist natürlich sehr schlecht für dich, aber wir können dir jetzt gerade auch gar nicht helfen. Schau dir diese Scheiße an. So eine Sauerei. Sergenko, los, prüf mal, ob da wirklich ein Durchgang ist. Okay, wo geht der jetzt hin? Der hat irgendwas von Rohren gesagt, aber das so laut dröhnt in meinen Ohren. Weg. Frage ist, wo der hingeht, ne? Aha. Okay, der geht auf jeden Fall weg. Ich könnte auch in die Richtung lang gehen. Das macht keinen Unterschied gerade. Drüben ist, glaube ich, nichts, ne? Ja, wobei, ob ich da runter will, weiß ich jetzt gerade auch noch nicht. Toll! Ich hab gerade ein Messer verschwendet. Ja, quietscht. Das ist schön. Das ist beruhigend, auf jeden Fall beruhigend. Okay, ich hätte den einen Typen zwar nicht umbringen müssen,
Ich hoffe, es passt von der Lautstärke wieder her. Aber... Aua. Das tat weh. Ja, da. Ein schöner Fail gleich mal von Anfang an. Vom Game, das finde ich super. Gut, dass wir hier anfangen und nicht alles nochmal durchlatschen müssen. Aber wir können auf jeden Fall mal... So, jetzt wird es natürlich... wahrscheinlich monsterlastiger werden. Das Ganze. Gut, hier komme ich nur zu dem Pilz. Aber hier ist ein Pfeil, also das würde passen zu dem, dass er das markiert hat. Da liegt irgendwas. Man kann. Ich wechsle mal die Gasmaske, weil unsere ist sowieso im Arsch. Man kann. Bei der Waffe, ne? Da verwenden wir ja. Genau. Also, das ist mir letztens aufgefallen. Man kann, wenn man die R-Taste, das Nachladen, lange hält, ja, dann macht er das. Er wechselt im Prinzip, er wechselt hier den Munitionstyp auf die monströsen Geschosse, die was Feuer bringen und so weiter und so fort. Werden hier gewechselt. Ich weiß nicht, kann ich da? Ist es vorgesehen, da runter zu springen? Ich glaube nicht, ne? Ja, wobei, man könnte da runter. Auf jeden Fall wechselt er im Prinzip auf den monströsen Munitionstyp, der Gegner in Flammen setzt. Ja, es ist. Der Pfeil geht auch hier lang, das heißt, wie. Okay, wir können da auch gar nicht nach vorne. Das heißt, wir müssen auch wirklich hier runter. Achso, die laufen alle über mir. Ja, wechselt er im Prinzip den Munitionstyp auf monströs. Wechselt er auf. Ich sage jetzt mal, auf die normale Munition, was natürlich zu Vorteil hat, dass die Viecher nicht brennen. Also hat natürlich den Nachteil, dass die Viecher nicht brennen. Ist hier verstrahlt? Ja. Und? Okay, hier ist verstrahlt. Na gut. Die Waffe brauche ich mal nicht. Wir müssen eh nur in die Richtung. Das passt mir ganz gut. Ja, wechselt halt die Munition auf die ganz normale Munition, was natürlich, wie gesagt, den Vorteil hat, dass man die starke Munition nicht verbraucht, die man verkaufen könnte. Beziehungsweise auch dem Match geben kann. Scheiße. Wieso? Ich passe auf sowas einfach nicht auf, wenn hier am Boden was rumliegen könnte. Muss ich vielleicht... besser aufpassen. Jetzt passe ich natürlich besser auf. Jetzt kommt wahrscheinlich sowas nicht. Ja, doch, da war auch wieder was. Ja. Okay. Alter! Ich sehe die Scheiße nicht. Das gibt's ja nicht. Warte, er wird sicher von selbst erholen. Jetzt sehe ich aber was. Da sehe ich jetzt eine. Tja. Wenn ich das noch ein paar Mal mache, dann werden die Leute noch... Dann werden die noch ein bisschen auf mich aufmerksam werden. Ich gucke einfach nicht auf den Boden, ne? Ich gucke einfach... Frage ist, muss ich... Ich weiß nicht, wie wechselt man einen Filter eigentlich? Ich habe vorher kurz in die Spieloptionen geguckt, also in die Steuerung, wie man was macht, aber ich habe vergessen, wie man Filter macht, also Filter wechseln und das alles. Filter wechseln mit T, okay. Gut, der Filter hält noch ein bisschen. Geht noch, weil die Taschenlampe ist relativ unnütz hier. Weil hier alles ein bisschen radioaktiv verstrahlt ist.
Genau. Okay, das ist schön. Die Frage ist, ob sie auch verstrahlt ist. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich speichere zumindest mal. Das ist schon mal vor. Also das ist vielleicht nicht ganz so gut. Willst du? Ja, danke schön, Artyom. Moment, ach, das ist, sorry, dass ich da jetzt ein bisschen den Spielrhythmus rausbringe, aber Anvisieren, R ist Nachladen, C ist die sekundäre Waffe, okay. So. Das reicht. Gut, da, falls man mehr... Vielen Dank, Enos. Bitte. Ich habe gehört, dass ein Ranger in der Nähe ist. Gute Arbeit. Ich werde nicht fragen, was dein Auftrag hier ist. Wir gruppieren uns neu und ziehen uns zurück. Okay. War mir eine Ehre, dich zu treffen. Schade. Und vielen Dank nochmal. Bitte. Kein Problem. Mach ich gerne. Krieg ich Karma-Punkt? Nein, ich krieg keinen Karma-Punkt. Wie asozial. Eine Gasmaske, sehr schön. Ich glaube, man kann hier gefahrlos die Gasmaske abnehmen. Oh, Munition, ne? Das nehme ich gerne mit. Warte, ich rede noch mal kurz mit denen, muss man ja... Das nicht? Nein? Nein. Also, ich finde es cool, dass sie uns gleich als Ranger wahrnehmen. Was mir eigentlich nicht Sinn. Jetzt soll ich ernsthaft da wieder hochlatschen? Ich weiß ja nicht. Kann ich nicht ganz so nach. Oh, es ist so. Ich glaube, ich muss in mein Zimmer das Licht ab. Also ich muss hier das Licht abschalten. Wartet mal einen Moment, ja? Ich schalte mal kurz das Licht ab. Es ist einfach zu dunkel da drinnen. Warte kurz. So, Licht ist aus. Das ist natürlich, ja, fördert natürlich noch ein bisschen die gruselige Stimmung hier in dem Game. Ah. Okay. Okay, da kommt hier lang. Bei dem weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir sind jetzt zumindest so mal vorbeigekommen. Die Frage ist... Na toll. Okay, wo geht der jetzt hin? Komm jetzt ja nicht hier rein. Ich höre ihn. Komm ja nicht hier rein. Dich. Wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkennung einfange. Toll. Wo, wo habe ich das Wort bloß hingetan? Okay. Okay, er geht wieder. Gehe ich mal hier lang, weil...
Okay, man hätte auch hier lang gehen können. Ist er? Er ist dort. Dort hinten, okay. Gut, da gehe ich noch ein bisschen in die Richtung. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ne? Aber da ist richtig. Gut, in die Richtung kommen sie ja eh nicht mehr. Er guckt zwar in die Richtung. Nein. Gott, fahr weiter. Okay. Scheiße. Will er mich verarschen? Da kommt jetzt genau in meine Richtung. Das ist... natürlich sehr ungeil. Okay, er hat sich gedreht. Nein. Mal ein bisschen pumpen. Okay. Okay, er ist weg. Gott sei Dank. Wo bin ich denn hier? Bei den Kommunisten? Hm. Sehr wahrscheinlich. Alter. Okay, jetzt darf mir hier kein Fehler passieren, weil wenn mir hier ein Fehler passiert, bin ich, glaube ich... ziemlich im Arsch. Die Musik ist auch der Wahnsinn. Sehr motivierend. So, okay. Der wundert sich nur, warum das Licht ausgeht. Okay, habe ich alles dabei. Einfach runterlatschen irgendwo ist natürlich auch stark. Sehr mutig auf jeden Fall. Nichts passiert. Alles okay. Nichts passiert. Gott sei Dank. Und keiner hat was gesehen. Das ist... aber wo muss ich jetzt hin? Ich bin jetzt hier runtergekommen, ne? Hier nicht vorbei. Hier hoch, da ist ein Safe. Scheiße, ich komme hier nicht hoch. Wieso kann man hier eigentlich in dem Game nicht hochklettern? Das... werde ich wohl nie verstehen. Okay. Was willst du?
Okay, was ist hier nicht okay?